Kabla ya kuwa msaidizi wa askofu nilikuwa baada ya kutoka Ujerumani nilikuwa nafundisha Makumira. Bevor ich stellvertretender Bischof wurde und nachdem ich aus Deutschland zurückgekommen bin, war ich Schulleiter in Kuba. Theologischer Dekan. Kuba Faculty of Theology. Aha. Makumira. Da war ich genau theologischer Dekan in der theologischen Hochschule in Makumira. Dann badai kanisa limeniomba kwenda kukua mkuu au mkurugenzi wa Lutheran Regional Seminary kwa mwaka mmoja na nusu. Genau, und danach hat mich die Kirche berufen, dass ich der Direktor des Lutheran Junior Seminary in Morocco werde. Also ich bin der Dekan von Njombe. Njombe ni moja ya majimbo makubwa. Also Njombe ist eines der größeren Dekanate. Wenye sharika 16. Bei uns wir haben 16 Gemeinden. Und drei der Gemeinden wurden erst letztes Jahr gegründet und sind noch ganz neu. Und wir haben 38.000 Christen. Und 108 Predigtstellen. Und 17 Pfarrer. Und 156 Evangelisten. Wow. Ulla Munich Sima, Dr. Michael Binder. Er wäre gerne mitgekommen, aber er muss sich um seine alten Eltern kümmern. Ange Penda, Kuta Pomodernasi, Kopilitulita Fakadi Sana, Lakini Haiku Esekana Kwasa, Wabo. Kito Gala, ein bisschen was zu sagen. Ich habe jetzt über die Diözese als Ganzes geredet. Dann sehe ich jetzt über das Dekat. Fadi. Mein Name ist Pfarrerin Nuru Kawili. Komm aus Kito Gala. Also ich wurde im Jahr 2010 gewählt und bin jetzt seit 4 Jahren Dekan. In meinem Dekan habe 6 Gemeinden. Und 47 Gemeinde, also die sind nochmal in 47 Gemeindeteile unterteilt oder Predigtstationen. Und eine große Herausforderung, die wir haben im Dekanat Kito Gala, ist der Mangel an Pfarrern. Also an Angestellten überhaupt oder an Mitarbeitenden und vor allem an Pfarrern. Ich bin Dekanin und gleichzeitig Leiterin einer Gemeinde in Dandu. Okay. Das ist Emanuel Leo. Genau. Okay.